Genau, das meine ich, ey. Wieder geht es. Das war knapp, Leute. Mecker, das ist der, der seit 25 Stunden auf dem Server ist. Mein Gott, warum hast du denn? Das ging schnell. Eine Schotti mitnehmen sollen, es wäre alles einfacher. Ich hab's doch alle Schottis da, ey. Problem ist halt immer dieser Waffenwechsel. Ja, wie gesagt, Loot werden wir eh nicht raus, das ist nicht seine Hauptbase hier. Oh Mann, ey, so Live Raid 1 gegen 1 ist mit Exping ist schon hart. Das Ding ist halt. Wir können gerne den Schlafsack da weg haben.
Ist aber der, den ich dachte, der hier ist. Also entweder er oder der alte Schwadron-Johnny da. Problem ist, wenn er rauskommt, einmal, ich weiß nicht, ob er noch Waffen drin hat. Einmal eine Schotti ins Gesicht, bin ich weg. Oh, Schlafsack ist weg, ist darüber. Wie gesagt, immer wenn ich nachladen muss, hat er die Chance. Andere Chance, sie hat, ist er gleich wieder direkt in der Blechtür setzen. Online-Raid ist halt echt creepy. Die Folge wird natürlich mordsmäßig lang, das heißt, ich werde sie cutten, oder? Schwein gehabt. Kein Bauschrank. Batterie, das fehlt uns zum Glück. Da ist der Bauschrank, okay. Ich abgeschlossen. Sich mal voll heilen, Alter. Er wird jetzt von außen kommen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das Ding ist, ich muss alle Waffen wegnehmen. Den erstmal hier. Ich den Bauschrank halt nicht. Ich kann den Bauschrank kaputt machen, ja. Muss ich aber gleichzeitig einen neuen setzen, muss eine Tür reinmachen. Das alles ist gerade das Problem. Wie gesagt, zum Glück habe ich das geschützt, aber er kann uns natürlich trotzdem hier. Irgendwo noch wegholen. Ich weiß halt nicht, wo seine nächste Butze ist. Ist gerade zu viel Aufregung für mich hier. Brauche natürlich noch ein bisschen für den Bauschrank. So,
Vorschrank, Tür. Ich habe noch Stoff hier. Fehlt mir echt Holz für ein Schloss oder was? Das ist halt das, was ich sagte, ne? Eine Waterpipe reicht in dem Moment. Jetzt habe ich natürlich auch die verkehrte mit. Oh Mann, ey. Ich komme aber nicht an den Loot in dem Bauschrank. Ehrlich. Mir wurscht. Vielleicht ist es seine Hauptputze hier, ich weiß es nicht. Aber ich denke nicht. Daran siehst du schon, dass er ein Assi ist. Also. Wie gesagt, auf einen Solo-Server so zu bauen, ist halt armselig. Aber erfolgreicher Raid. Und das sogar Online-Raid, das war mir klar, dass der kommt. Ich wollte hier mal ein bisschen Holz, dass ich da noch ein Schloss hinkriege. Natürlich nichts da. Jetzt sag mir nicht, ich komme hier nicht mehr durch, ey. Ja, da unten liegt der Loot. Müsste ich das Ding hier wegmachen? Müsste ich wegpicken hier. Geht. Mit Speeren. Hier von unten runter. Aber wie gesagt, ist mir wurscht. Kann er mich gerade nicht mit fixen. Mir ging es einfach darum, den Raid zu machen. Ja, will es jetzt darum gehen, hier Loot rauszuholen. Wäre interessant zu wissen, was drin wäre. Dann weiß man, ob man sich ärgern müsste. Wenn die wegkommt, geht mir hier völlig auf Eier. Ja, Leute, wir gucken jetzt noch mal, aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwie an den Loot kommen. Wie soll ich jetzt anders machen können? Ich hätte halt auflassen müssen hier alles. Hätte 20 Millionen Speere craften müssen. Hätte das wegpicken müssen. Nee, keine Chance. Auch dass das hier halt Metall ist. Naja, irgendwas Geiles hat er jetzt nicht mehr für uns, ne? Habt ihr noch irgendwo Metallfragmente in dem Ofen gehabt? Dann mache ich auf jeden Fall noch eine Tür rein. Wenn wir noch ein bisschen Holz finden. Wie alles im Bauschrank. Wird wahrscheinlich auch Scrap sein und so weiter und so fort. Ja, ist halt so, ne? Leider kein Holz mehr, das ist natürlich schade.
Was kostest du denn überhaupt? Das ist ja quasi gar nichts. Ja, schlau gebaut mit dem warte mal. Wird mir nichts bringen, glaube ich, aber ich will mal irgendwas gucken. Aber da brauche ich Speere auch. Nein, der bringt mir nichts. Hey, wir können übrigens noch mal eine Safe Zone machen. Über eine Doppeltür machen. Gehen wir aber auch noch hin. Keine Haltbarkeit mehr gehabt, oder ging der jetzt so schnell kaputt? Jetzt werden wir eine Haltbarkeit anzeigen. Ja, wird alleine auch zu lange dauern, ne? Aber dann komme ich ja auch nicht von. Jetzt zeige ich mal eine Haltbarkeit an. Doch jetzt, ja. Weiß aber nicht, was vorher schon weg war. Danke war, dass ich dann von da an die Foundation komme. Würde wahrscheinlich sogar gehen. Ich weiß halt nicht, wie viel Explomun ich von oben brauche. Also das ist ja die weiche Seite. Aber so viel habe ich ja auch nicht mehr. Müsste man mal ausprobieren. Nur mal Interesse aber für die Zukunft. Ich wollte eigentlich einen suchen Hammer. Da ist so ein Hammer. Vierhundertneunundsechzig. Ja, alles gut, Junge. Sechs, also drei Schaden. Wären trotzdem 130 Schuss. Jetzt nicht die könnte ich wegpicken oder weghacken. Da würde ich von der Zeit her nicht schaffen. Ich habe da geguckt, ich könnte die halt von hier beschießen. Die andere Sache wäre halt den Boden wegmachen hier. Da müsste aber erstmal die Kiste weg und ich bräuchte Speere, weil du mit allen anderen da nicht hinkommst. Vielleicht könnte natürlich hier auch 400 Explomun draufhauen. Oder 4C4. Ja, schön wäre halt, ich meine, Rust bietet das ja nun mal, dass man so bauen kann. Schön wäre halt, wenn das angezeigt werden würde, dass du dich dann richtig ärgern kannst. So irgendwie, ja, 5000 Schießpulver,
2000 Scrap, aber nein, du kommst nicht dran. Weißt du, wenn es wenigstens rausploppen würde. So siehst du ja nicht, was drin ist. Du kannst das ja auch nicht zerstören, das Ding. Finde ich aber gut, dass er sich gewehrt hat. Also das muss man ja auch mal sagen. Hat ja alles versucht, seinen Mitteln. Geht da nichts. Naja, gut, Leute. Wir packen jetzt einmal ein bisschen was ein hier, was irgendwie sinnig ist. Würde ich ja gerade, ob wir die Base behalten sollen. Dann kann er also sich zurückraden, wenn er meint. Ich meine, dafür, dass er hier so eine Kacke da macht. Muss man sie eigentlich eiskalt zerfallen lassen. Dann muss ich den Bauschrank aber noch einbauen. Kann ich aber leider nicht. Aber ich kann das noch so machen und so. Dann noch ein bisschen Metallfragmente. Da da di da da dam. Ja, gut, dass ich nicht durch die Wand gegangen bin, weil das ist nochmal Metallwand hinter. Aber hat er natürlich dann hier im Endeffekt dumm gebaut, ne? Also jetzt verkehrt weitergebaut. Zu unserem Glück. Wohlgemerkt, die Leute will ich noch ganz gerne mitnehmen. Wo geht mir her das Holz? Vielleicht finden wir nochmal irgendwo Holz. Und noch ein bisschen Metallfragment, dann können wir noch eine Tür setzen. Du ahnst es nicht, ey. Du ahnst es nicht. So. Ja. Erstmal der Beruf weg und das weg. Das kann weg, Picke kann weg. Das braucht keiner. Guck mal, wir haben sogar brennende Pfeile gehabt. Ich halt. Solarpanel nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mit. Forschungstisch kann weg. Verteiler, das kann weg. Neger nehmen wir mit. Teddybär haben wir auch noch welche. Ist alles. Alles Wumpe. Nee. Da da di da da dam. Ja. Ich werde sie zerfallen lassen jetzt. Es ist auf jeden Fall nicht seine einzige Base. Der ist seit,
Kann man gucken, ist er noch online? Ach nee, das war der Mekka, ne? War es der Mekka oder der Forel 2? Nee, der Mekka war das, ne? Ist das gar nicht der, der schon ewig online ist? Kann natürlich sein, wie gesagt, wenn der noch irgendwo anders eine Base hat, kann sein, dass er uns hier gleich irgendwo abfangen will. Wir haben aber Rums, die Bums, die vor der Tür stehen. Das wäre natürlich noch nice. Schuki! Maker war das, okay. Gut. Nee, da war das doch nicht der, den ich dachte, der hier wohnt. Na, alles klar? Rumsti Bumsti? Gut. Zum Abschluss. Ja. Ich nehme jetzt mal eben das Wichtigste mit rüber, ob wir es zurückschaffen oder ob der versucht, uns irgendwo abzufangen. Kann ja sehr gut sein. Dann ist es aber so. Ich habe hier auch gar keinen Schlafsack gelegt, ne? Ich bin so ein Held, ey. Ich habe auch keinen Stoff, um jetzt einzulegen. Also. Damit es auch richtig weh tut, falls wir es nicht rüber schaffen. Überhaupt mitgenommen, was auch kein Mensch, oder? Ja, aber die seine Waffen da gab, wo er nicht spawnen, ne? Die waren ja vorne in der Kiste. Das ist natürlich auch. Und so semi gut. Schoki kann auch noch hier bleiben. Eine volle Thompson, ja. Können wir auch nicht reparieren, glaube ich, ne? Müssen wir ausprobieren. Hier wird alle Bäume weggeholzt. So, dass ich was sehe. Weil ist auch mein typisches Rust-Karma, dass derjenige dann online kommt, ne? Aber schön. Wie gesagt, ich mag das. Das ist für mich auch immer wieder was Neues. Gut, Raid war erfolgreich. Guck mal eben, 33 Minuten, ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Entschuldigt den harten Cut. Ich werde jetzt nochmal ganz schnell
nochmal hingehen und unseren restlichen Scheiß da abholen. Ich werde es auch erstmal hier. Obwohl Waffen, nee, Waffen sortiere ich direkt ein. Ich schmeiße also gleich nochmal ganz kurz eine Aufnahme an, was ich euch dann vor die nächste Folge schneiden werde. Ich werde jetzt auch nicht sortieren, da fehlt mir auch die Zeit zu. Ist auch schon richtig spät geworden mittlerweile. Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, alles andere in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir, wie es unter der Woche ist, wie ich Zeit habe. Ansonsten ein Fazit wird es auf jeden Fall nochmal geben. Und ja, freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.